Wir haben das Quartier schon seit Wochen im verlassen. Und zwischen ihren Beinen öffnet sich ein Abgrund. Weisst, wer sie wenigstens den Blues hat oder es wieder mal wird läuten. Doch ich glaub, sie haben es aufgegeben. Bringen ihre Glasse an den Sofa. Sie schmilzt, ich will losfahren. Doch sie sagt, wir sind Jeans for Jesus aus Bern. Wir sind der Demi, Michael, der Philipp und Marcel. Ich denke, unsere Musik als Hightech-Pop zu bezeichnen, ist wahrscheinlich nicht grundfalsch, weil die Sounds, die wir einspielen, stammen vielleicht teilweise noch von wieso klassischen Instrumenten, aber sie sind oft sehr stark digital verfremdet. Wir fanden den Ausdruck eigentlich auch oft recht seltsam, weil ich denke, die Produktionstechnik, die wir anwenden, die ist nicht viel anders als das, was es im internationalen Pop im Moment gibt oder was dort so die Norm ist. Ich glaube, man muss es vielleicht etwas im schweizerischen Kontext lesen, wo viel Musik sehr organisch klingt, wo mehr noch viele Bands mit richtigen Instrumenten spielen und wir setzen halt voll auf die Elektronik. Wir würden es einfach als Pop bezeichnen, so als für die Schweiz vielleicht außergewöhnlichen, aber international gedacht eigentlich völlig normalen Pop, so zeitgenössischen Pop. So. Eigentlich sind wir nie so alle zusammen auf einem gemeinsamen Nenner und es geht dann eben also eigentlich ziemlich lang, bis wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Aber ich glaube, das macht die Musik dann schlussendlich auch ab. Also ja, so die Reitschule, wenn wir einen Bogen machen wollen, wo wir heute spielen, ist halt so ein Ort, wo man sich wie so trifft und wo wir wahrscheinlich alle große Teile unserer Jugend verbracht haben. Der Ort ist mega schön, ist einzigartig, ist auch halt wie so ein Fluchtpunkt, weil dieser Ort hier überhaupt nicht provinziell ist, so, sondern ein Leben repräsentiert, das oft so auch eine Flucht darstellen kann, wenn man hier aufwächst. Und diese Abende sind so für mich persönlich, aber ich denke für uns alle so die speziellsten. Es gibt in Bern sicher auch andere kommerzielle Venues, wo wir so ein Konzert machen könnten, die auch größer wären, was besser passen würde. Aber wir würden, glaube ich, auf keinen Fall an einem anderen Ort spielen als hier, weil wir wirklich alle hier sozialisiert wurden. Und das ist dann auch eine Frage von Loyalität, dass es wie klar ist, dass wenn man es fertig bringt, ein oder zwei ausverkaufte Konzerte zu machen, dass man hier auch einen Beitrag leistet und etwas zurückgibt. Wir hatten auf den bisherigen Touren immer ein sehr wildes, eine sehr wilde Bühne mit ganz viel Kabel, ganz viel Elektro-Schrott oder Billigszeugs und da steckt irgendwas im anderen drin und dann haben uns die Techniker an den Festivals haben uns immer schräg angeschaut und so, hey, ihr müsst das irgendwie aufräumen. Und haben uns so fertig gemacht, uns ausgelacht, weil unsere Sachen nicht in Kisten verpackt waren, sondern irgendwie in Tüten kamen und so. Und ja, jetzt sind wir jetzt ist Payback-Time, jetzt gehen wir nochmal auf Tour, gehen da nochmal hin und sagen so, hey, jetzt haben wir es richtig gemacht. Das haben wir auch gemacht. Aber jetzt ist es so super clean. Vor kurzem hat jemand was gesagt, so, das ist wie so Design, wie so europäisches Design, so ganz, ganz kontrolliert. Und weil wir selber sonst so ein bisschen kontrollierte Typen sind, bisschen schüchtern auch, nicht so, wir sind jetzt keine Rampensäue oder Rockstars. Wenn vielleicht das Bühnenbild und die Synthesizer und all das Zeugs so extrem kontrolliert ist, vielleicht bricht dann was in uns aus. Mal schauen. Die von denen sind auch irgendwie Sauerstoff am Augenblick. 1900 und so. 2000 und irgendwo. Ich hab nichts anderes vor.
hat mal jemand gesagt, dass das Dropbox-Arbeiten einfach ist. Danke. Ich weiß gar nicht. Also ich denke, es ist gar nicht so einfach, so zu arbeiten. Wir haben bei jedem Album die Arbeitsweisen wie geändert. Also wir haben jedes Album anders angegangen. Und ich erinnere mich noch, dass wir, glaube ich, so Mitte des zweiten Albums war so der Moment da, wo es kein Problem mehr war, zum Beispiel einfach Demos und Texte auf dem Handy hin und her zu schicken. Und das sich bei uns so durchgesetzt hat bei der Art, beispielsweise wie Texte schreiben, das führt halt dazu, dass sich die Ideen, also dass zahlreiche Ideen umherschwirren und die zum Teil relativ weit entwickelt sind. Und irgendwann, eben das ist immer dieser Moment, wo irgendwie ein externer Druck entsteht, muss aus all diesen Tausenden von Ideen dann ein fertiger Song entstehen. Und das ist nicht so. Ja, aber also das Gute ist aber dabei, dass eben ziemlich viel entstehen kann und jeder von uns quasi den Zugang hat und wir haben alle mit demselben Programm gearbeitet und so war das eigentlich schon super cool. Ja, es war schon zermürbend, aber gleichzeitig finde ich, kommt die Arbeitsweise, also dieses Charakter des Pops als kollaborative Kunstform sehr nahe, weil es pusht einen ziemlich das eigene Ego zurückzustellen, weil am Schluss weiß man gar nicht mehr, was man selbst beigetragen hat. Und das schlussendlich rückblickend finde ich das dann sehr schön. Du nimmst den Sex, ey. Du redest von Money und was für die Familie ist. Safe sein, sozial und frei sein. Du hast es das Internet gegeben, weil es Atombombe gibt. Und wir sind jetzt hier, weisst, wir haben Zeit, weisst. Hey, wie die Dreams, weisst, hey, merci für das. Und du warst hier nicht weg, du bist am Sport gerade. Du hast die Dreams gelebt, hey, merci für das. Ich kenne Leute, die so ältere Zürcherinnen und Zürcher, die verstehen kein Wort, auch beim letzten Album gar nichts und jetzt ein bisschen mehr. Und die lesen das dann laut vor, weil sie können auch den Text nicht lesen. Wenn sie ihn lesen, verstehen sie es nicht, weil wir ja in Berndeutsch schreiben. Das ist relativ lustig. Also die Sprachhürden ist massiv. War ich mir so dessen nicht bewusst. Ich möchte eigentlich live, wenn wir in Deutschland spielen, möglichst viel auf Hochdeutsch singen. Aber es ist halt wie so eine ästhetische Frage. Was ich auch noch weiß, was wir wirklich gemeinsam diskutiert haben, war schon beim ersten Album, was wirklich ein Konzept auch war, war, dass wir gesagt haben, wir versuchen, trotz der defizitären Gesangsleistung, gerade auf dem ersten Album, versuchen wir etwas zu machen, was man auch hören kann, wenn man nicht auf den Text hören will. Und das ist deshalb für uns auch mega schön, wenn wir jetzt sehen, dass wir, wenn auch nicht viele, aber trotzdem so Plays haben, auch außerhalb der Schweiz, weil das ist natürlich schon, also es idealerweise funktioniert beide eben für sich alleine. Ich meine, wir können nicht ein so, ich sag mal, ausgechecktes Songwriting von diesen großen Pop-Acts machen, die halt diese ganz einfachen Texte machen, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und ich glaube, sie würden es nicht hinkriegen, irgendwie so eben so etwas zu machen, wo man dann den Text mega gut versteht und dafür ist es so total doof gemacht. Und ich finde, diese Mix ist eigentlich relativ spannend. Also wenn wir live gespielt haben, gerade auf der ersten und zweiten Tour, war es halt oft so, dass die Leute so gesagt haben, ja, ich hätte gar nicht gecheckt, dass das Mundart ist, dass es eine Schweizer Band ist. Und das ist dann schon etwas, was einem sehr freut, dass diese beiden Ebenen sich wie nicht konkurrieren, sondern so zusammengehen können, aber auch wieder getrennt werden können. Also es gibt ja generell momentan ein Rückzug in so nationale Erzählmuster, was mega schlimm ist. Und in der Schweiz ist es krass, dass die Musik auf Schweizerdeutsch hat eigentlich in diesem volkstümlichen Ecke einen Riesenhype. Wir waren eigentlich genau in dieser Welle, das war mega unangenehm. Aber gleichzeitig gab es wirklich extrem breite Bewegungen in diesem Soundcloud-Genre drin, von Bands, die wirklich sehr, sehr cool sind. Und das war für uns, also oder für mich jetzt und Demi wahrscheinlich auch aus der Textseite her, auch sehr erfrischend, weil es war dann nicht mehr so, wir müssen uns vergleichen mit den alten Leuten, die halt so diese alten guten Songs geschrieben haben, sondern es gibt wirklich sehr gute Leute, die jünger sind als wir und die mittlerweile uns auch herausfordern damit und coole Sachen machen. Also ich höre wirklich so zum ersten Mal seit Jahren regelmäßig auch Musik aus der Schweiz. Ich finde das extrem so schön. So. Also ich finde das eine schöne Entwicklung, weil es ist auch ein Zusammenwachsen in Europa und ein Zusammenwachsen dieser Sprachen und Dialekte.